Und damit herzlich willkommen zurück zum russischen Eisenbahnsimulator, dem besten der Welt. Ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit gemacht. Ich habe die Lok da hinten aus dem Hangar rausgefahren, ich habe die angekuppelt. Ich bin da hinten die 802 Meter zum Schrottplatz nochmal hingegangen, habe mein ganzes Zeugs hier verkauft und ja, es hat jetzt endlich funktioniert. Ich habe den Tipp im Steam-Forum gelesen, man muss die Sachen in den Verkäufer hineinhalten und dann kommt die Option zum Verkaufen. Ja, und ich habe diese Mine abgeholt von da hinten am Bahnhof, das ist auch nicht wahnsinnig interessant, das zu sehen gewesen. Und der hat nur gesagt, ich soll die Mine irgendwie außerhalb von der Stadt dann platzieren. Ich habe keinen Marker, kein gar nichts. Ich habe es probiert, ob ich es einfach mal so platzieren kann. Und es geht halt nicht. Keine Ahnung, wo ich die platzieren muss. Wir werden dann erstmal da rausfahren und hoffen, dass ein Marker oder irgend sowas kommt. Gut, Lok ist abfahrbereit. Ja, mal rein in die warme Hütte. Es ist kalt hier draußen. Oh, zu hier. Gut. Achso, ja, Menü weg. Schaut gut aus und dann Abfahrt. Einmal die Schiffssonne drücken. Fahren wir? Nein, fuck! Jedes Mal! Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Und ich glaube, man hat gerade Stellwerks eben gehört. Das machen wir gerade mal wieder zu. Ja, geht's los. Wunderbar. Maximal 40. Und ich habe im letzten Video schon alternative Musik hinterlegt. Ich hoffe, die gefällt soweit. Auch in dem Video werde ich es machen. Nachdem ich den Radio nicht nutzen kann. Moment mal, wo ist die Kassette hin? Ah ne, die ist noch drin. So. Trinken warte ich noch ein bisschen. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz den Inspektor noch mal an. Das ist nicht dein Ernst. Na ja gut, 98%. Warum? Ah, das sollte man von der Farbe her ein bisschen anders machen. 99%. Das meiste sieht gut aus. Mit der Heizung ärgert mich immer noch. Okay, rein in die Lok. Oh, grünes Licht. Also spätestens, wenn dann wieder das hier kommt, du verlässt den Missionsbereich, werden wir nochmal anhalten. Und mal schauen, was wir mit der Mine hier anstellen können. Ist ein bisschen mehr vom Design. Oh, verlangsamen. Okay. Vor allem, woher weiß ich, welcher Zug das ist? Moin. Zug voller Drogen. Gefährliche Stelle. Ja, das wird es bald sein, wenn ich da meine Mine platziere. Auch eine interessante Methode, einen Zug anzuhalten. Mit einer Mine. Aber wenn wir dann die Mine raufmachen, den Zug zerlegt es ja dann. Wie sollen wir dann die Wagen mitnehmen? Oder nehmen wir dann das mit, was irgendwie überlebt hat? Ach, lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls ziemlich abgedreht, dieser Simulator hier. Ah, es gibt also einen Marker. Wie
verschiedene Platzierungspunkte. Knapp einen Kilometer. Ja, dann schauen wir mal. Und wenn mir gerade so einfällt, wie kommen wir dann zu den Wagen, wenn das da links ist? So viele Fragen. 600 Meter. Bringt irgendwie gar keinen Sinn, jetzt hier nochmal Gas zu geben. Mein Kollege. Da geht's jetzt ein bisschen bergab. Oder wird der Zug hinter mir kommen? Okay, der ist links. Und da hinten sind Weichen. Ja, so ganz zufälligerweise. Gut, bleib du mal stehen. Wir springen schon mal raus. Was? Das Auto sonst auch funktioniert. Bitte lass es nicht so weit weg sein mit dem Autosave. Ja gut. Machen wir das halt nochmal. Yay, yeah, das ist wieder vor der langsamen Stelle. Also, mal da mal draus. Nicht aus dem Fahrzeug raus. Ist nicht so cool. Wäre dann Tod Nummer 2. Und ja auch. Während du da fährst, würde ich mal ganz kurz was nachsehen. Ist ja auch nicht vor, was ich hier mache. 10 Grad hier. Hab ich eigentlich da... Nee, ich habe hier die ganzen Lichter ausgemacht. Gut. Schaut es eigentlich hier aus? Inspektionsmodus. Oh oh. Shit, die muss die ganzen Sachen hinten auch noch austauschen. Was ist hier kaputt? Spannungsregler, 50%. Was haben wir hier? Ah, ist ein Kompressor. Ja, geil! Aber ich glaube, da hinten reparieren. Mit dem warte ich noch. Aber die Spannungsregler, die werde ich mal austauschen. Das hätte ich eigentlich im Hangar machen sollen. Das hinten checken. Mein Kollege. Gehen wir da weg von der Leistung. Andere Folgestelle für Eisenbahnwagen. 11 Kilometer. Ah ja. So.
Bremse mal. Sag mal. Oder macht es Sinn, da gleich hinter die Weiche schon mal zu fahren? Naja, jetzt sind wir eh schon voll. Kann ich jetzt raus, ohne dass ich sterbe? Gut. Okay. Dann laufen wir mal nach da hinten. Jetzt bin ich echt sehr gespannt. Soll ich die dann hinten einfach ankuppeln oder die dann stehen lassen? Mehr Infos. Okay, und jetzt? Warte, geduldig, der Zug ist nah. Okay. Ja, dann warte ich, I guess. Da kommt er. ich hoffe, ich stehe mit meinem Zug jetzt nicht irgendwie zu nah dran. Mein Kollege, mache hier nur Inspektion. Oh, warte mal. Ich habe so eine Vermutung, was ist, wenn der irgendwie aussteigt und dann was von mir will. Was zum? What the heck? Was zum? Nee. Ja, krass. Sag mal, hat hier doch irgendwie das Rollgeräusch mit dabei? Kann ich das Ersatzteile klauen? Ich komme aber auch nicht rein, ne? Okay. Dann möchte ich jetzt irgendwie ein Foto machen? Ja, okay. Komme ich da rein? Ist komplett dicht. Alter, wie heftig. Ja, gut. Ich probiere da mal anzukuppeln. Ich hoffe, ich komme da vorbei an dem Ding. Okay. Also, ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem. Oh, Mann. Aha. Das ist ein komischer Simulator. Nein, ich soll mal den da machen. So. Nein, ich habe die Tür offen gelassen. So ein Held. So. Liebe Lok, nichts ist passiert. Wir fahren wieder. Ja, muss man mal das Spycam hier. Das wird jetzt noch spaßig, das Ankuppeln. Gut. Ja, ich glaube, wir können die Bremse reinschmeißen. Tja, nein, mal stehen bleiben bitte, danke.
Gut. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass die hinten dran kommen. Ich glaube, ich werde dann unser längster Zug bis jetzt. Glaube ich. Gut. Was wäre das? Du isst einmal Milch, bitte. Was zum? Was zum? Gibt's hier Bären? Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell in die Lok. Okay. Ich höre hier was. Was zum? Wie hat der mich jetzt da gekriegt? What the fuck? Ist er. Du Scheißvieh. Alter. Habt ihr ich nicht ein... Ich hab doch ein Messer. Kann ich mit dir irgendwas machen? Ah. Lol, das geht wirklich. Okay. Mann, jetzt ist meine Krankheit so weit oben. Was mache ich denn jetzt damit? Einfach mehr essen? Naja, Tatsache. Kann ich mich überfressen? Nee. Okay, einfach mehr Äpfel. Halt einfach diese Magic Wunden, die ich in der Lok gekriegt habe. Ja, in der Lok bekommen habe, so. Gut. Beim Rausgehen aufpassen. Aber werde ich trotzdem mal das Backup, dass er mich da drin irgendwie gekriegt hat. Ich habe die Türen schon wieder offen lassen. Ach, Bravura. Jetzt mal wieder für die Umwelt. Es irritiert total, dass wir hier noch dieses Rollgeräusch haben von dem anderen Zug. Tja. Lass doch mal weg, bitte. Hoffe ich, weiß ja nicht, wenn ich jetzt da gleich gegen die Lok. Radrad? Ist heute mal wireless, okay. Ja, komm mal vorbei. Oh, sieht so aus. Gut, Geschwindigkeit. Reichen. Ja, da haben wir noch ein ganz gutes Stück. 5,8. Das ist einfach so wild. Ne?
Ja, du wirst sie auf dem Weg dorthin antreffen. Sie warten an einem diskreten Ort auf die Ware. Moschkowo. Ich glaube, wir sind dran. Liefer der Wagen nach. Warte mal, Moschkowo, war das jetzt. War das jetzt hinter uns? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich vorwärts oder rückwärts fahren soll. Ich glaube, ich werde mal vorwärts fahren. Ich hoffe, das ist richtig. Obwohl ich da noch so Kur fahren muss. An die Verstelle für Eisenbahnwaggons. Reicht für die Abkopplung der Drogenwaggons. 4,2 Kilometer. Ich schau mal, ob das höher wird. Ah, es wird weniger. Okay. Dann wird das schon passen, wenn es nach vorne geht. Hey, eine Kilometer schon wieder ein Shop. Wer hätte gedacht, dass da hinten schon wieder ein Bahnhof kommt? Oh komm, ich mag es. Ich habe diesen einen Hilfskompressor noch an. Könnte ich mal ausmachen. Sieben der Bau. Da rein hier. Signalsystem weiß nicht, was vor uns ist. Auch gut. 3,7 Kilometer. Aber ich fahre jetzt mal nicht so schnell. Wenn das System gerade ein bisschen verwirrt ist. Ach, es ist nur so ein Regio-Haltepunkt hier. Ja gut, war ja fast 40. Der erste Haltepunkt hier. Überschaubares Dörfchen hier. So, bist du dann? Guten Tag hier noch. Kilometer. Oh, gefährliche Stelle. Sitzt die Bären. Aber das mit den Oberleitungen, den hat es an ein paar Stellen. Schade, dass sie das da nicht gepolished haben. Vor allem nicht an so offensichtlichen Stellen, wie gerade da hinten bei der Mission. Glaube ich auch, ob das ein offizielles Symbol ist in Russland für so Gefahrenstellen. Ich kenne mich halt mit deren System so überhaupt null aus. Hey, beschleunigen. Also jetzt 2 Kilometer noch bis zu den Drogenjungs. Moin! Oder jetzt vielleicht auf die Weichen achten. Just saying, oder du fährst sie auf.
Es ist genug mit dem Speed. Ah, gleich wieder abkühlende Drogenwagen. Taucht schon auf. Disponent findet es bestimmt auch nicht komisch, wenn er vor allem mit mehr Wagen auftauche. Dass er mich eigentlich losgeschickt hat. Eisenbahnweiche, okay. Mit dem eigentlichen Wagen müssen wir noch 8 Kilometer fahren. Gut, fangen wir mal zu bremsen. Mein Kollege, die Fahrt noch. Wie diskret ist es, wenn es hier direkt beim Bahnhof ist? Stehen. Ja, das werde ich davor wieder nicht schaffen. Das Ding bremst so grottenschlecht. Ja, aber genau drauf stehen bleiben. Ja, okay. Gut. Mal kurz raus. Oh, so viel braucht es gar nicht. Gut. Sehr gut. Mal den hier. Ja, zum Mann. Dankeschön. Ich kann einfach straight am Anfang immer auf die 8 gehen. Das macht sie jedes Mal mit. Moin. Ich weiß, ich habe nicht alle Lichter an. Ich will mal die Lampen sparen. Ja gut, einmal bis ganz nach vorne. Drogenwagen abkuppeln. Und dann hätten wir das illegale Geschäft auch erledigt. Na, was kommt als nächstes hier? Panzerzug entführen oder sowas? Ah, da stehen schon die Kollegen. Moin Moin! Alle diese Kurve da vorne. Das wird doch wieder schlimm ausschauen. Moin. So, bleib stehen. Gut. So, das ist safe. Hier zu.
Ja, alles klar? Okay. Ja, dann. Ja, Carter meldet sich mal wieder. Ich will die Drogen mal sehen. Ich will da rauf. Ich will nicht irgendwie raufspringen. Naja, schade. Gut. 500. Boy. Ja dann, weiter nach Sokur. Ja, immer gerne. Dann gehen wir, aber das Ziel ist klar. Die Zuhälter. Zu töten. Die Zuhälter ist eine große Prüfung für unser Geschäft. Jetzt kommt der Vital, wird die Waffen und die Munition. Ach du Scheiße. Schießerei. Okay. Vitali, ist das einer von euch? Nö. Jetzt mal auch gleich hier geben können. Ja dann, Abmarsch. So, das würde ich mir jetzt geben. Wie das hier wieder aussieht. Ja. Eigentlich wäre es mal witzig, in die Lok reinzugehen, wenn die so dasteht. Zu gucken, bis es dann innen dargestellt ist. Ja. Gut, warte, der Moment ist vorbei. Ach nee. Echt jetzt? Ja, jetzt kommt es hier runter. Mann, ich hab doch nicht mehr Schwung drauf. Was ist mit meiner Vision los? Ist das der Kater? Ich glaube, ich muss ein Bier trinken. Shit, nur noch zwei. Und den ganzen Rest werden wir mal versuchen, mal zu verkaufen. Okay. Wieso sieht das jetzt hier alles so komisch aus? Na toll. Neutrale Sektion. Ah, shit. Ob ich es da durchschaffe? Sonst muss ich das nächste Mal ein bisschen mit mehr Schwung reinfahren. Aber ich kann jetzt mein Lok nicht schon wieder kaputt machen. Oh, bitte rolle einfach. Okay, Vision ist normal. Das war der Kater, so wie es aussieht. Wir dürfen nicht nüchtern sein. Schon wieder ein Bär. Sehe ich ihn diesmal? Ja, ich sag's dir, wenn du mich angreifst, werde ich hier drin sitze und fahre. Ich schaff das nicht. Du hast die neutrale Sektion.
Ich überlege gerade wirklich, ob ich nicht nochmal lade, mit mehr Schwung fahre. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich mache da mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns am Ende der Sektion oder wieder ganz am Anfang. Je nachdem, ob ich es hier schaffe, durchzukommen. Aber das gebe ich euch jetzt nicht, wenn ich da langsam rumrolle. Aber so langsam wie ich werde, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich ein Autosave nochmal geladen. Da war tatsächlich, als ich kurz vor der neutralen Sektion gewesen bin. Also muss ich nicht mal komplett neu anfahren. So, dann können wir hier wieder die Sachen anheben. Sehr gut. Aber auf die 60. Mal aus Sokor kommen. 6 Kilometer. Also ab der zweiten Stufe zieht es halt richtig gut. Och nö. Sag mal, wie viel von diesen Sektionen habt ihr? Vor allem so kurz hintereinander. Ich schreibe das nochmal ins Forum rein bezüglich den Leistung einfach ausmachen. Das müsste doch ja eigentlich gehen. Stehe ich einfach nicht. Yay. Na, ist grün. Ja, schon wieder anmachen. Jo, Gas geben bitte. Donkey. Und so ein bisschen mehr Motor heulen. Das wäre irgendwie geil. Nur ein bisschen Gefühl hat, die Maschine tut da wirklich arbeiten. Was Eingleisiges von da hinten. Ich muss da gerade an diesen Russian Train. Ernsthaft? Weil es sind ja zwei unterschiedliche Meldungen, ne? Das eine Seite ist wirklich nur Strom aus, das andere ist wirklich Senken vom Stromabnehmer. Vielleicht geht's bei der Meldung, wo es heißt wirklich nur Strom ausmachen. Ich werde es für mich noch mal irgendwann probieren. Aber mit Speichern davor. Weil ich will die Lok nicht noch mal kaputt machen. Diese ist ja immer noch zum Teil am Arsch. Ein Kilometer. Nach wie vor grün. Hangar können wir auslassen. Boah, ich fahr die dicht hintereinander. Oh, scheiße. Wir fahren zu schnell. Runter 40. Yeah.
Yay! Servus, Kollegen! Na, habt ihr Spaß hier draußen? Schön kühl? Ich würde ganz aufpassen. Hier hat's Bären. Weiß ich aus Erfahrung. Moin. Irgendwo da hinten sein. Was ist denn da hinten? Rehe oder so? Wölfe? Mal ganz kurz nach draußen. Oh, die Wagen, die brauchen noch Zucker auf Gleis 6 am Bahnsteig 1. Ja, ja, passt. Mach mal. Wildlife! Hier gibt's ja doch noch anderes Leben. Soll ich jetzt wirklich Gas geben? Rendiert sich das? Naja. Gib Schmackes! Yes, wieder mit Weiche, war ja klar. Einmal im Bahnhof einfahren, ohne dass ich die Weiche darstellen muss. Oh, ich hätte wieder so extrem viele Marker. 500 Meter. Um die Bremsen. Aha, interesting. Erstmal, dass wir das hier sehen. Und ich will gerne mal schauen im Shop dann bezüglich Fleisch und das Bärending, ob wir das zu Geld machen können. Komm, bleib davor stehen. Moment, muss ich gleich zwei Weichen da hinten machen? Das prüfen wir gleich mal. Hier zu. Dankeschön. Gut, komm. Das wäre einmal. Ja, wobei, das sieht noch Weichen aus, die vom Ford ins Kleider gestellt werden. Alle Weichen, nur diese eine nicht. Bist du denn jetzt rot? Nö. Naja, was soll's. C. Genau. Abfahrt. Und wo ist Vitali? Ich hätte gerne irgendwie so ein Journal oder sowas. Kann ich eigentlich Y drücken? Ah. Gut, er sagt einfach nur, unser Kurier, bitte, bitte die Waffen und die Munition liefern. Aber er sagt nicht, wo er ist. Ja, mein Kollege. Gut.
diesmal ganz in Rot. Lieblingsfarbe. Leistung weg. Und dann geht's vermutlich in den nächsten Bahnhof, weil hier steht nichts rum. Meter noch. Ja, good enough. Perfekt. Gut. Dann löst, blockiert. Machen wir die Handbremse wieder rein. Gut. Nice, und jetzt ab in den Shop. Gucken mal, ob wir das verticken können. Ansonsten könnte man es noch beim Schrotthändler probieren, aber das macht irgendwie keinen Sinn, dass er mir das abkauft. Ach, ist mir in ein Gebäude drin. Gut, ausrüsten. Einmal das da, andererseits das Fleisch. Sollte ich mir vielleicht behalten. Alles zum Morbid. Achso. Ah. Okay. Kaufst du das? Ich will verkaufen. Ja, willst du? Hallo? Gut, dann halt nicht. Aber ich kaufe mal Bier. So ein paar Flaschen. Ansonsten hast du irgendwas in... Holy shit, ist das eine große Wurst hier. Da brauche ich eigentlich nichts. Ja, wobei, komm, lass mal wieder einen Apfel kaufen. Sonst nichts Spannendes. Wie viel Milch habe ich denn noch? Ach, Milch habe ich 10. Ja, ich glaube, das reicht. Dann viel Spaß hier noch. Hat nicht sonderlich viel Sortiment hier, ne? Lässt mich auch nicht da hinten rein. Also, ich mach die Tür zu. Viel Spaß. Okay, das soll's mal hier gewesen sein. Mehr gibt's hier auch nicht. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir Vitali irgendwo finden, dass wir hier Waffe und Munition kriegen, was wir eigentlich schon haben, aber... Vielleicht kriegen wir da etwas mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und da müssen wir eine Bande töten. Irgendwie. Das wird bestimmt gut enden. Aber ja, ich würde sagen, das mit der Mine war ein Spektakel. Ich glaube, das ist bis jetzt das Highlight vom ganzen Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.